Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hohe Ehrengäste, Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Kameraden. Ein Schwerpunkt unseres jährlichen Zusammentreffens bildet natürlich oder bilden die Hoch- und Waldschlösser. Am Denkmal der Gefallenen des Infanterieregimentes 44 werden wir einen Kranz niederlegen und auch jener gedenken, die ihr Leben im Infanterieregiment 99 ins Nein Wien gelassen. So viele Fahnen, die heute gekommen sind, zeugen die kameradschaftliche Verbundenheit. Und so ist auch das Jägerregiment 1 Wien, Hoch- und Deutschmeister, mit seiner Fahne ausgerufen. Und viele andere sind ihm gefolgt und stehen in kameradschaftlicher Zusammenarbeit. Wir danken also den Deutschmeistern für diese Initiative und Einladung. Lassen Sie mich ein paar Gedanken zu Stalingrad, dessen Gedächtnistag gestern sich zum 75. Mal geehrt hat, Ihnen vortragen. Und zwar, ich möchte es festmachen an jener Madonna von Stalingrad, die wie wohl kein anderes Bild des Zweiten Weltkrieges eine so starke Wirkung ausgeübt hat. Der damalige Oberleutnant Dr. Kurt Räuber malte dieses Bildnis 1942 in einem Bunker im Kessel von Stalingrad auf die Rückseite einer russischen Landkarte. In Eis und Schnee und äußerster Todesgefahr wollte der evangelische Pfarrer, Arzt und Maler seinen Kameraden Hoffnung schenken. Räuber schreibt: Als ich die Weihnachtstür, die Lappentür unseres Bunkers, öffnete und die Kameraden eintraten, standen sie wie gebannt, andächtig und ergriffen, schweigend vor dem Bild an der Lehmwand, unter dem ein Holzscheit brannte, und gedankenvoll lasen sie die Worte Licht, Leben, Liebe. Vor diesem Bild, so wird uns berichtet, haben die Männer in ihrer verzweifelten Lage in Stalingrad gesessen und Weihnachten gefeiert. Aus dem Steppengras flechten sie Kränze, denn Bäume gibt es hier nicht. Seit einiger Zeit haben sie ihre Hungerrationen sich etwas für Weihnachten zurückgelegt. Mit einer der letzten Transportmaschinen des Types U-52, die aus dem Kessel herauskommt, nimmt ein schwerkranker Kommandeur dieses Madonnenbildnis mit anderen Zeichnungen Räubers und Briefen nach Deutschland und übergibt es dort dessen Frau. 75 Jahre ist es nun her und in diesen Tagen wird vielfach der Untergang der 6. Armee gedacht. Wir wissen, dass von den 52.000 eingeschlossenen Soldaten am 2. Februar 1943 nur 91.000 sich in Gefangenschaft der Roten Armee begeben mussten, darunter auch Räuber. Mit seinen Kameraden trat er von Stalingrad aus den Marsch in die Gefangenschaft an. Doch gehörte Kurt Räuber nicht mehr zu jenen nunmehr 5.000 Soldaten der 6. Armee, die bis zum Jahre 1956 ihre Heimat wiedersehen durften. Er starb am 20. Jänner 1944 in russischer Kriegsgefangenschaft, bis zuletzt als Arzt tätig. Seit 1983 hängt das Bildnis von der Madonna von Stalingrad in der Kaiser Wilhelms Gedächtniskirche in Berlin. Deren Gemeindevorstand knüpfte damals eine Verbindung nach Coventry und stiftete 1990 der dortigen Kathedrale eine Kopie des Bildes zur Erinnerung an den 50. Jahrestag der Zerstörung Coventrys. Wiederum 5 Jahre später vollendete sich der lange Weg des Madonnenbildes. Es kehrte als eine Reproduktion zurück in die Kathedrale von Wolgograd, wie heute Stalingrad heißt. Und das ist es, was das Wunderbare an dieser Geschichte ist.
dass an verschiedenen Stellen der Welt mit diesem Bild eine Flamme des Friedens entzündet worden ist, die weitergetragen wird und die all jenen Mahnung und Zuversicht sein soll, die sich im Gedenken an die Opfer von Kriegen versammeln. Die Gebete der Christen in Volgograd vereinen sich mit denen der Christen in Berlin und Coventry zu einer vielstimmigen Bitte um Licht, Leben und Liebe für die ganze Welt, wie es Räuber in seinem Bild den Menschen und Dammel seiner Kameraden schenkt. Weil Licht am Garten der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin in Frieden. Bevor wir aber Fahnen und Kränzen zum Gedächtnisstätten ziehen, wollen wir mit dem Schlusslied Gott Dank sagen für die Stunde, die er uns geschenkt hat. Das Ganze, halb, das Ganze, rechts, schub. Schub.
Das Ganze. Warte doch. Schul. Warte doch. Bein. Fuß. Warte doch. Parade. Hut. Thank you.
Nochmals vielen Dank. Ich muss unseren Obmann entschuldigen, der ist leider krankheitshalber verhindert. Aber er hat uns eine Mitteilung geschickt und ich darf dich bitten, wie du bringst. Sehr geehrte festliche Versammlung im Gedenken, geschätzte Kameradinnen und Kameraden, als Bundesvorsitzender der Kameradschaft Hochen-Deutschmeister bedauere ich es zutiefst, dass ich heuer nicht persönlich in diesem Kreise anwesend sein kann. Eine Krankheit zwingt mich über einen längeren Zeitraum mit ärztlicher Hilfe und dem Beistand unseren Herrn dagegen zu wirken. Die persönliche Zuversicht und das Bewusstsein mit Menschen in Treue und wechselseitiger Wertschätzung verbunden zu sein, sind dabei meine größte Hilfe zur Wirkung. So grüße ich Sie und euch alle zu diesem Gedenken an die Auswirkungen schlechtester politischer Voraussetzungen bzw. Vorgaben und an die persönlichen Folgen sowie dramatischer Schicksale der damals lebenden Menschen. Für allzu viele auf allen Seiten waren Folgen und Schicksal der Tod. Ich schätze mich glücklich, dass ich im vergangenen September mit einigen Kameradinnen und Kameraden nach Volgograd gereist bin. Im Zuge der Besichtigung hat sich für mich ein neuer Zugang zum Klang und Inhalt der Worte Schlacht um Stalingrad ergeben. Nicht nur der Eindruck des Geländes von einem ehemaligen Bataillonskommandanten, sondern die Erscheinung der Stadt, der Gedenkstätten und Museen sowie der Menschen und deren Aussagen hatten ihre tiefe, nachhaltige Wirkung. Ein Veteran, Oberst wie ich, beide wurden wir binnen weniger Szenen und Wortwechseln zu Freunden und vergessen. Die Tugend des Soldaten, seine Pflichtbewusstsein, der Geist der Kameradschaft, des Zusammenhalts sollten also dabei nicht wie heute allzu oft üblich und reflexartig als Negativum empfunden und dargestellt werden. Ich darf an meine Aussage vom Vorjahr erinnern. Menschlichkeit und legitimer Einsatz von Gewalt schließen sich nicht automatisch aus, sind kein Widerspruch per se. Auch heute ist die Sicherheit für die Allgemeinheit nur mit Menschen zu gewährleisten, die auf Basis demokratischer Gesinnung und Strukturen letztlich bereit und darauf trainiert sind, gegen fehlgeleitete und verbrecherische Gewalt mit adäquaten Mitteln auch unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Gesundheit einzuschreiten. Daher wie immer mein herzlicher Gruß an die Abordnungen der übrigen Vereinigungen des Hohen Deutschmeisterbundes und im Besonderen an die Soldaten der Gegenwart. Für sie ist die Situation, die Lage nicht einfacher geworden. Die vor uns nicht allzu ferne Zeit kampfauslösende Überschreitung der Feueröffnungslinie durch den erkannten Feind als Einsatzanordnung sind zu 90% passé, hat ausgeknallt. Neue Szenarien der Bedrohung erfordern zum Teil komplexe Antworten und differenzierten Einsatz der Mittel. Mit großer Freude begrüße ich auch natürlich die Angehörigen der eigenen Kameradschaft und dabei respektvoll die Alten, vor, aber nicht über, den Jungen und die von fern angereisten Kameraden aus Deutschland und aus Italien in besonderer Verbundenheit. Die Kameradschaft zur Pflege der Tradition und Erinnerung an das Infanterieregiment 99 ist seit immer herzlich begrüßt. Liebe alle Anwesenden, bleiben Sie der Pflege der Tradition und der Erinnerung erhalten und freuen wir uns gemeinsam auf ein Wiedersehen. Mit einem festlichen Deutschmeistergruß, Bernd Schröder. Thank you.
Schul. Parade. Hut. Fuß.